erfahren. Wir sind jetzt wenige Leute und ich glaube, die meisten von uns haben Jesus im Herzen und jeder von uns hat einen Auftrag. Und ich will dich ermutigen, dass du deinen Auftrag wahrnimmst und dass du nicht denkst, hey, ich bin nur so eine Ameise im Ameisenhaus. Sondern dein Auftrag ist es, Wort Gottes weiterzugeben, zu dem Herrn Jesus zu stehen und ein freudiger Christ zu sein in der Nachfolge und dass du einfach inspirierenden bist. Das Wort Gottes und eine gute Werbeikone, ne? Das sagt das auch. Und Hans hat gemeint, der wollte es noch etwas sagen, aber das ist ein bisschen dran. Okay. Ich sehe, wir sind mehrsprachig hier. Und die Übersetzung hier, Französisch vielleicht? Hallo? Ja, jetzt ist schön. Hey, ich freue mich total, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, wir sind gestern 7 Stunden angereist. Halleluja. Und ja, ich habe es ja immer gut, ne, weil ich habe einen Chauffeur dabei. Ne? Ich fahre nicht, sie fährt. Und es ist so, vom Job her, ich fahre jeden Tag 2 Stunden, 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück zum Job. Und wenn wir dann irgendwie unterwegs sind, habe ich keine Lust zu fahren. Ne? Dann muss ich das machen. Und sie macht das selbst. Amen. Amen. Um was geht es denn? Um was geht es? Um Jesus. Es geht nur um Jesus. Amen. Um nichts anderes. Die Welt wird total erschüttert im Moment. Ja? Heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ich dachte, ich traue meine Augen und meine Ohren nicht. Als ich höre, die Nachrichten höre, dass der Trump, die Franzosen, die Engländer, die bombardiert haben. Und der Russe wartet drauf. Für uns, und sollte das eigentlich überhaupt keine Angst machen. Weil letztendlich kann uns nichts passieren. Alle, die sich für Jesus Christus entschieden haben, die wiedergeboren sind, ja, denen macht das alles nichts aus. Weil was kann uns denn passieren? Was denn? Wir gehen nach Hause. Das ist alles. Ja? Und wo ist es am schönsten? Zu Hause. Amen. Jetzt ist das so. Amen. Kommt rein. Okay. Können wir mal ein richtiges Amen geben, richtig laut. Amen. Amen. Halleluja. Bis jetzt ist es so, ja. Diese schleichende Islamisierung, die stattfindet, ja, die findet oft statt, weil wir nicht aufstehen, weil wir uns zurückhalten, weil man uns irgendwie, weiß ich nicht wieso, anerzogen hat, ja. Wir sind die Christen, wir sind ruhig. Wir sind in der Liebe, ja, natürlich sind wir in der Liebe, das sind wir auch, das sollten wir auch bleiben. Aber es ist ganz wichtig, dass wir aufstehen, ne? Dass wir uns zu dem, der uns gerettet hat, bekennen, öffentlich bekennen. Ja? Da, wo jeder ist, egal in welcher Situation, in seinem Arbeitsplatz oder sonst wo. Ne? Es geht nur um Jesus Christus und nichts anderes. Halleluja. Amen. Der Ralf ist hier vorne, der Ralf ist ein ehrlicher Mensch, hat er gedacht. Er dachte nur eine Wahrheit. Das ist auch gut so. Manchmal passt die Wahrheit nicht, oder viele passt die Wahrheit nicht, aber die Wahrheit ist nun mal, es gibt nur einen Retter, und das ist Jesus Christus und nichts anderes. Amen. 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 Und ihr alle, die ihr hier seid, seid Repräsentanten des Herrn. Ja? Man muss nicht Theologie studiert haben oder sonst irgendwas. Man muss nichts haben. Ne? Man muss nur ehrlich sein. Ehrlich sein und den Herrn in seinem Leben gewesen haben. Das ist alles. Okay? Okay, wir freuen uns heute hier Gemeinschaft mit euch zu haben. Und genau. Amen. Ja, geht. Heute sind wir im Kino. Genau. Was machen wir überhaupt? Wir sind im Netz. Wir sind jetzt auch live im Netz auf Facebook. Genau. Wir haben da eine Gruppe. Und in dieser Gruppe versuchen wir laut einmal das Wort hinauszuschreiben. Ne? Wir haben mehrere Prediger, alles Laienprediger, die alle den Herrn lieben und die alle den Herrn verkünden. Und
Wir würden uns freuen, wenn noch viel zu viel mehr von euch auch sich da beteiligen würden. Ne? Ich bin auch live gewesen. Wegen anderen sagt, ich würde gerne mal Zeugnis geben oder ich würde gerne mal, was weiß ich, sagen, ne? Machen wir eine Live-Schaltung und geht ihr live. Ne? Im Wort heißt es ja, wer sich zu mir bekennt, zu dem bekenne ich mich auch vor dem Herrn. Amen. Amen. Und darum geht's. Amen. Halleluja. Okay. Amen. Okay, schaut mit den Herrn, Gott ist gut. Gott segne euch alle, also das ist das, was ich heute sagen sollte, kurz vorstellen, was G-Digital ist und was es hat. Hat er auch jetzt getan? Habt ihr alle verstanden hier, ne? Ja. Amen? Amen! 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 Okay, tut mir bitte einen Gefallen. Lass uns einen Unterschied machen zwischen Friedhof und. Okay. Hier ist ein lebendiger Gott. Wir sind in Gegenwart Gottes und da, wo Gott ist, da ist wirklich das Leben. Amen. Jesus ist hier und ich weiß eins, jeder, der zu Jesus Christus kommt, wird niemals so umkehren, wie er gekommen ist. Amen. Okay. Bevor ich weiterrede, ein bisschen Pastor, dann darf ich vorne sitzen. Das ist gerne Pastor irgendwie. Gott segne euch alle. Ganz kurz, ich wollte das Wort Gottes verkünden, was der Herr in den Herzen getan hat. Was ist der Ziel überhaupt für den heutigen Tag? Es ist ja kein Anbetungstag, es ist kein Lobpreistag, aber es ist ein Heilungs- und Befreiungsgottesdienst. In einem Gottesdienst, um den es um die Heilung und Befreiung geht. Wer befreit, wer heilt, es ist Jesus. Amen. Wie gesagt, es geht nur um Jesus Christus, weil er ist der Haupt der Gemeinde und nur er wird, nur er rettet, nur er befreit. Wir sind hier, um Jesus Christus zu verkünden, wir sind hier, um den Namen Jesus Christus bekannt zu machen. Und eins ist sicher, da wo das Wort Gottes verkündet wird, da geschieht immer etwas. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, in der wirklich viele Probleme sind, wir leben in einer Zeit, in der wirklich sehr viele Krankheiten sind und es gibt viele Fälle, mit dem Ärzte nicht fertig werden. Aber wir wissen eins, wir haben Jesus Christus und Jesus ist die Lösung. Amen. Jesus ist die Lösung. Amen. Und darum sind wir hier, um Jesus Christus zu verkünden. Und ich weiß eins, Jesus wird sich verherrlichen. Amen. Die Bibel sagt, wir sollen nur so eine ganz kleine Glaube haben, so klein wie ein Senfkorn. Und selbst dieser kleine Glaube kann Berge versetzen. Also wenn du Glaube hast, ist eins sicher, der Herr wird etwas für dich tun. Amen. Okay, lass uns das Wort Gottes hören. Versteht ihr mich alle? Ja. Gott segne euch. Ich weiß eins, ihr seid nicht zu uns gekommen. Ihr seid nicht zum Gegenteil gekommen, aber ihr seid zu Jesus Christus gekommen. Und weil ihr zu Jesus Christus gekommen seid, eins ist sicher, ihr seid schon gesegnet. Amen. Jeder, der hier ist schon gesegnet im Namen Jesus Christus. Amen. Herr, wir wollen dein Wort hören. Ich bitte um eins. Sprich du zu uns, denn dein Wort ist Leben. Die Bibel sagt am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Herr, wir wollen dein Wort hören. Bitte sprich du zu uns, dass wirklich die Herzen angesprochen werden, dass die verletzte Seele getröstet werden, dass die verletzte Seele geheilt werden. In mir ist Heilung. In dir ist Befreiung, in dir ist die Erneuerung. Danke, Herr, im Namen Jesus Christus. Amen. Ganz schön, Herr. Okay, eine ganz kurze Bibelgeschichte, was uns bekannt ist, was wir schon mal gehört haben. Aber ich weiß eins, das Wort Gottes, egal, wie alt das ist, das veraltet niemals. Und es gibt immer wieder Leben, auch wenn man es immer wieder neu liest, aber es weckt immer etwas Neues in uns auf. Weil das Wort Gottes ist wirklich Leben. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in? Und die Bibel sagt ja, Jesus Christus
ist ja das Wort. Und wenn Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute in Ewigkeit, dann ist das Wort auch dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn das Wort gestern gewirkt hat, dann kann das Wort heute auch noch wirken, oder nicht? Amen? Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus ist gut. Amen? Amen. Jesus ist gut. Jesus ist gut. Okay, ich bin im Buch von Johannes, Kapitel 9, ab Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Mann, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn: Meister, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollten die Taten Gottes sichtbar werden. Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte einen Brei aus dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sagte zu ihm: Geh zum Teich Siloah, das heißt übersetzt Gesandt, und wasch dich. Da ging er hin und wusch sich und nahm Sehen zurück. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sagten: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es, andere aber: Er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin's. Amen. Ich danke dem Herrn für dieses Wort. Es geht um einen Jungen, der blind geboren war. Er ist nicht blind geworden, aber er ist blind geboren. Also er ist mit einem Behinderung geboren. Die Bibel sagt, Jesus ist in diesem Weg vorbeigegangen und Jesus hat ihn gesehen. Halleluja. Jesus hat den Blinden gesehen. Der Blinde konnte Jesus nicht sehen. Ich will dir jetzt sagen, vielleicht stellst du dir Fragen, ob Jesus dich sieht. Vielleicht stellst du dir Fragen, ob Jesus dich kennt. Vielleicht stellst du dir Fragen, ob deine Gebete überhaupt ankommen. Eins will ich dir sagen, Jesus sieht dich. Amen. Eins will ich dir sagen, Jesus sieht dich. Weil die Bibel stellt uns hier einen Blinden vor, der nicht sehen konnte. Aber Jesus hat ihn gesehen. Manchmal haben wir so das Gefühl, dass der Herr uns nicht erhört. Manchmal haben wir das Gefühl, dass unsere Gebete gar nicht ankommen. Aber eins will ich dir heute sagen, wenn du schon zu dem Herrn betest, du musst wissen, der Herr hört alle deine Gebete. Halleluja. Der Herr kennt dich, der Herr weiß, wer du bist. Und eins musst du wissen, das Werk, was am Kreuz von Gott vollbracht wurde, es wurde auch für dich vollbracht. Amen. Jesus sieht dich. Jesus hört dich. Jesus kennt dich. Egal wer du bist, egal aus welchem Land, Jesus kennt dich. Halleluja. Und der Jünger fragte, ob er sich von einer aus seiner Familie gesündigt hat. Jesus hat gesagt: Nein, das hat nicht mal mit der Sünde zu tun, aber die Herrlichkeit Gottes muss durch ihn verherrlicht werden. Ich weiß nicht, was dein Fall ist, ich weiß nicht, was dein Problem ist, ich weiß nicht, was dich stört, aber eins musst du wissen: Der Herr will sich durch dich verherrlichen. Amen. Der Herr will sich durch deine Lage verherrlichen. Der Herr kommt und verändert die Lage eines Menschen, damit er sich dadurch verherrlicht. Halleluja. Der Herr lässt uns manchmal wirklich schwere Momente geben, aber damit er sich dadurch verherrlicht. Amen. Der Herr will aus einem Menschen ein lebendiges Zeugnis machen. Das ist das, was uns hier die Bibel hier vorstellt. Ein Junge, der blind geboren ist, er selber, für ihn war es vielleicht schon normal geworden, aber der Herr hatte noch einen Plan mit ihm, mit diesem Jungen. Amen. Auch mit dir hat der Herr noch einen Plan. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, ich weiß nicht, was du dir für Fragen stellst. Eins musst du wissen: Der Herr will sich durch dein Leben verherrlichen. Halleluja. Bist du krank? Der Herr hat es zugelassen, damit er sich dadurch verherrlicht. Leidest du? Eins musst du wissen: Der Herr hat es zugelassen, damit er sich durch deine Leiden verherrlicht. Halleluja.
Weil der Herr ist nicht gespalten in Lagen, nein. Er kommt und ändert deine Lage, damit sein Name dadurch mächtig verherrlicht wird. Halleluja. Wisst ihr, der Name Jesus Christus hat Kraft und Jesus will, dass sein Name wirklich hochgepriesen wird. Jesus will, dass Menschen seinen Namen wirklich bekennen. So wie die Bibel sagt, alle Zunge sollen bekennen, dass er der Herr ist und alle Knie sollen sich vor ihm beugen. Aber damit das geschieht, muss etwas geschehen. Halleluja. Darum lässt der Herr manchmal wirklich so schwere Lage auf uns zukommen, dass wir wirklich große Fragen stellen. Aber eins müssen wir wissen, der Herr hat einen Plan. Amen. Sagt, der Herr hat einen Plan. Der Herr hat einen Plan. Mit mir hat der Herr einen Plan. Mit mir hat der Herr einen Plan. Halleluja. Halleluja. Egal was das ist, Krankheit, Problem, eins musst du wissen, bei dem Herrn ist erstmal nichts unmöglich. Der Herr kann, er hat einen Fall in dein Leben kommen lassen. Er wird auch damit fertig. Ein ganz kurzes Beispiel. Die Bibel stellt uns einen Lazarus vor. Die Bibel sagt, Lazarus war tot. Es war schon ein Ende mit ihm. Aber was ist passiert? Jesus Christus ist gekommen und hat ihn auferweckt. Er hat ihn wieder zum Leben gebracht. Und du bist ja noch nicht tot, du lebst ja noch. Die Bibel sagt, für die, die leben, gibt es noch eine Hoffnung. Amen. Also das heißt, für dich gibt es noch eine Hoffnung, solange du noch hier auf dieser Welt bist. Solange das Leben Gottes noch in dir ist, gibt es noch eine Hoffnung. Wenn er sogar Lazarus noch erweckt hat, Lazarus ja tot gewesen ist, Lazarus war schon am Ende. Aber selbst da hat er mehr angegriffen. Wisst ihr, oft wenn es für uns am Ende ist, da greift der Herr erst an. Oft wenn es für uns wirklich, wenn wir keine Lösung mehr finden, wenn wir wirklich zum Schluss sind, da greift der Herr an. Amen. Die Zeit ist ja, dass der Herr wirklich in dein Leben angreift. Die Zeit ist ja, dass deine Lage sich verändert. Die Zeit ist da, dass aus deinem Rücken wirklich das Licht Gottes hervorkommt. Halleluja! Ganz schön. Ganz schön. Und Jesus hat etwas gesagt. Jesus sagte, solange es Tag ist, muss ich die Werke meines Vaters überwinden. Es kommt die Nacht, da kann niemand mehr wirken. Wisst ihr, solange es Tag ist, das ist die Zeit, wo Jesus wird. Und in der Zeit, wo Jesus Christus hier auf der Welt gewesen ist, war es Tag, weil er war das Licht der Welt. Wie die Bibel sagt, er ist gekommen, er war das Licht der Welt. Er ist gekommen, um die Erde zu erleuchten, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Und was ist passiert, als Jesus Christus gestorben ist? Die Bibel sagt, die Dunkelheit kam über die Erde. Die Erde war verdunkelt. Aber nachdem Jesus Christus auferstanden ist, kam ja das Licht wieder. Und Jesus Christus hat uns wieder in diesen zum Tag gebracht. Also wir sind wieder im Tag, weil Jesus Christus lebt. Amen. Als er tot war, da war Dunkelheit. Da konnte nichts geschehen, weil er war tot. Aber er ist ja nicht nur gestorben, er ist auferstanden. Und nicht nur, dass er auferstanden ist, die Bibel sagt sogar, er hat seinen Geist abgesendet. Halleluja, das ist am Pfingsten passiert. Der Geist Gottes ist ja abgekommen und sein Geist ist über jeden gekommen, der an ihn glaubt. Also, weil Jesus Christus auferstanden ist, ist es wieder Tag. Und solange es Tag ist, kann noch etwas geschehen. Halleluja, solange es Tag ist, solange Jesus Christus noch der Licht der Welt ist, solange er uns erleuchtet hat, solange er seinen Geist über uns geschüttet hat, kann noch etwas in deinem Leben geschehen. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ich schon glaube, mit der Wecker war. Als ich das gelesen habe, ist halt wirklich so ein Schreiben Glauben in mir erweckt und ich weiß eins, Jesus kann noch etwas tun. Halleluja. Weil es ist noch da, Jesus lebt noch. Halleluja. Und Jesus lebt in Ewigkeit. Und sein Geist ist in uns. Es ist Tag und solange es Tag ist, kann noch etwas in deinem Leben geschehen. Halleluja. Als ich dir sage, Jesus hat dich nicht vergessen. Jesus hat dich nicht vergessen. Egal wie lange du schon in deiner Lage bist, Jesus hat dich nicht vergessen. Und solange es Tag ist, kann noch etwas in deinem Leben geschehen, weil die Nacht ist noch nicht da. Halleluja. Die Gemeinde ist noch hier. Und die Gemeinde, wie gesagt, die Gemeinde ist ja der Licht der Welt. Halleluja. Die Gemeinde ist ja hier, um die Welt zu erleuchten. Und solange die Gemeinde noch hier ist, ist es noch Tag. Also kann noch etwas in deinem Leben geschehen. Halleluja. Halleluja. Wie dein Drittel noch nicht stattgefunden.
Es kann noch etwas geschehen. Jesus verherrlicht sich noch. Das Reich Gottes ist noch mitten unter uns. Halleluja. Darum sagt die Bibel, durch die Gemeinde soll die Welt die Weisheit Gottes erkennen. Der Herr will sich durch seine Gemeinde verherrlichen. Halleluja. Das Wort ist nur, das Wort ist, viele haben wirklich ihren Glauben verloren. Und viele glauben nicht mehr, dass der Herr noch etwas tun kann. Viele glauben gar nicht, dass Jesus noch retten kann. Viele glauben gar nicht, dass Jesus noch heilen kann. Aber dabei sagt doch die Bibel, Jesus Christus derselbe, gestern, heute, in Ewigkeit. Das heißt, er kann heute noch was tun. Er hat sich nicht verändert. Auch wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist er weg, nur so ein Glaube in uns. Oder auch wenn wir die Apostel, wenn wir selbst die vier Evangelien lesen, dann könnte man manchmal sagen, wäre Jesus noch bei uns gewesen. Dann hätte es keine Krankheit gegeben. Dann hätte es keine Toten gegeben. Aber sein Geist ist doch in uns, oder nicht? Halleluja! Hat er nicht seinen Geist bei uns gesendet? Ist Jesus nicht mitten unter uns? Jesus ist mitten unter uns. Er hat doch gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit, oder nicht? Halleluja! Sobald er mitten unter uns ist, kann noch etwas geschehen. Die Zeit ist ja, dass Deutschland wirklich erwähnt wird durch das Wort Gottes. Die Zeit ist ja, dass die Menschen verstehen, dass Jesus Christus noch wird. Aber die Bibel sagt, wie sollen die Menschen glauben, wenn die es nicht hören? Darum, Wunder müssen wieder gepredigt werden. Heilung muss wieder gepredigt werden. Den Menschen muss wieder gesagt werden, dass Jesus Christus bis heute noch heilt. Halleluja. Den Menschen muss gesagt werden, dass Jesus Christus bis heute noch befreit. Egal wie ein Mensch gefangen ist, Jesus Christus kommt und befreit. Egal wie man wie der Feind den Menschen gekettet hat, Jesus Christus kommt und zersprengt die Ketten. Halleluja. Wir haben einen mächtigen Gott. Klatsch für Jesus Christus, er ist allmächtig. Klatsch für Jesus Christus. Jesus hat einen Satz gesagt, der sagte, solange er auf dieser Welt ist, ist er das Licht der Welt. Jesus ist wieder zum Vater gegangen, aber sein Geist ist über uns. Sein Geist ist in uns. Und Jesaja, Kapitel 6, sagt er, steh auf, du, der du mitten unter die Toten schläfst, damit der Herr dich erleuchten soll. Jesus Christus will dich erleuchten, Jesus Christus will aus dir auch ein Licht machen. Ein Licht für deine Freunde, ein Licht für deine Nachbarn, ein Licht für deine Familie. Aber damit dieses Licht in dir erleuchtet, musst du erstmal aufstehen. Und wir leben in einer Zeit, wo viele, selbst viele Christen eingeschlafen sind. Wir leben in einer Zeit, wo selbst viele Christen Jesus Christus verlassen haben. Wir leben in einer Zeit, wo wirklich die Apostasie in der Gemeinde ist. Darum kommt der Herr und sollte wirklich zu erwecken. Steh auf, du, der du mitten unter die Toten stehst. Steh auf, damit das Licht Gottes über dich kommt. Steh auf, denn der Herr wird dich erleuchten. Der Herr wird aus dir ein Licht machen. Aber damit das geschieht, musst du erstmal aufstehen. Jesus sagt dir heute, steh auf. Du hast lange geschlafen, steh auf. Vielleicht hast du deine Glaube verloren, vielleicht wurdest du enttäuscht, vielleicht wurdest du verletzt. Aber der Herr kommt heute, um dich zu wiederherstellen. Der Herr kommt heute, um dich zu erneuern. Vielleicht hast du eine schlechte Vergangenheit hinter dir gehabt, deine Vergangenheit ist wirklich bitter gewesen. Momenten, wo du dich wirklich gefragt hast, ob Jesus dich überhaupt kennt. Momenten, wo du dir Fragen gestellt hast, ob Jesus überhaupt dein Leben kennt. Ob Jesus überhaupt Gefallen an dein Leben hat. Der Herr sagt dir heute eins, steh auf. Jesus kennt dich. Und er hat einen Plan für dich. Er will etwas Neues in dein Leben machen. Aber damit das geschieht, musst du aufstehen. Steh auf im Namen Jesus Christus. Du hast lange geschlafen. Du hast dir Fragen gestellt. Jesus Christus kommt heute und beantwortet alle deine Fragen. Aber er wartet nur auf eins, dass du aufstehst. Halleluja. Steh auf durch deine Idee, steh auf durch dein christliches Leben. Steh auf durch deine Hingabe. Gib dich wieder hin, gib wieder dein Herz Jesus Christus. Halleluja. Ganz kurz. Nur das Licht kann
entfernen. Wir leben eine Zeit, wir sind zwar das Licht der Welt, ja, aber die Dunkelheit hat auch einen großen Raum. Die Dunkelheit hat wirklich Raum über die Erde genommen. Der Feind wirkt wirklich. Der Feind hat wirklich Macht über die Erde genommen. Aber das Problem ist, wir sagen das oft, was der Feind will, aber was tun wir als Christen? Wir sind da, um die Welt zu verändern. Weil wir haben ja Jesus in uns. Die Bibel sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir haben Christus in uns. Eigentlich haben wir die Kapazität, die Welt zu verändern. Das Problem ist, oft sind wir eingeschüchtert, oft haben wir Angst. Tu diesen Angst weg, was du hast. Besiege diesen Angst, weil wir haben den Geist Gottes in uns und im Geist Gottes ist keine Angst. Halleluja. Jesus lebt. So wie er diesen Blinden geheilt hat, so will er dich auch heilen. So wie er diesen Blinden wieder das Auge geschenkt hat, er will dich auch heilen. Die Heilung ist noch möglich. Halleluja. Die Heilung ist noch möglich. Jesus Christus kann heute noch heilen. Jesus Christus kann heute noch befreien. Jesus Christus kann heute noch Toten erwecken, weil er wird bis heute. Halleluja. Jesus kann noch etwas in deinem Leben tun. Jesus kann dein Leben noch verändern. Gib ihm Raum. Der Junge war blind geboren, aber an einem Tag hat Jesus ihn geheilt. Dich kann er auch heilen. Egal, was die Ärzte sagen, eins musst du wissen, nur Jesus hat das letzte Wort über dein Leben. Kein Arzt, nicht mal deine Eltern, aber Jesus. Und das, was er sagt, das ist das, was im Leben eines Menschen geschieht. Was haben die Ärzte zu dir gesagt? Dass du nicht geheilt bist? Was haben die Ärzte zu dir gesagt? Dass du nicht mehr lange leben wirst? Eins will ich dir sagen, Jesus sagt, er kommt und schenkt dir ein neues Leben. Jesus sagt, er kommt und macht dich gesund. Jesus sagt, er kommt und befreit dich. Jesus will dich befreien. Meine Liebe, aber akzeptierst du es auch? Jawohl, ich akzeptiere das. Wenigstens einer, der Glauben hat. Halleluja. Wenigstens einer, der Glauben hat. Ich hab ja auch Zeugnis dafür. Das ist gut. Sonst hätte ich am Leben. Das ist gut. Und die Bibel sagt, als Jesus gekommen, als Jesus den Jungen heilen wollte, er hat Erde genommen und hat es mit seinem Spucke vermischt. Und dadurch hat er den Jungen wieder sehen gemacht. Wisst ihr, Jesus ist der Töpfer. Und wir sind ja wieder tot. Wir sind ja wieder tot. Und er weiß, wie er uns formt. Er weiß, was er mit uns machen will. Also ich dir sage, Jesus weiß, was er mit dir machen will. Jesus weiß, wie er dein Leben verändern wird. Halleluja. Und was ist passiert? Dieser Junge war blind. Aber nachdem Jesus das getan hat, ist er ins Teich Siloa gegangen, um sich da zu waschen. Eine Frage, einer der blind ist, wie kann er den Weg erkennen? Ja. Gute Frage, ne? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Die Bibel sagt, wir wandeln ja nicht im Sehen, aber wir wandeln im Glauben. Halleluja. Halleluja. Und als Jesus zu ihm gesagt hat, geh und wasche dich. Also müssen wir wissen, im Wort Gottes ist ja Leben. Und das Wort ist ja der Wegweiser. Und dieses Wort hat den Glauben, den er weg. Und diesen Weg, was er genommen hat, das war genau das richtige Weg. Und er ist auch sehend zurückgekommen. Wisst ihr, es gibt etwas, was ich sagen würde, ist eins. Und zwar, Jesus tut einen Schritt. Jesus tut seine Aufgabe in seinem Leben. Er tut seinen Teil. Er muss auch seinen Teil tun. Und zwar Glauben. Glauben. Nur der Glaube zählt. Ja. Halleluja. Weil eins müssen wir wissen, es gibt einen Jesus vor dem Kreuz und einen Jesus nach dem Kreuz. Jetzt ist das Kreuz leer. Das Kreuz ist leer, das Kreuz ist ja schon geschehen. Und am Kreuz, wie gesagt, am Kreuz, da hat Jesus Christus das Werk getan. Am Kreuz hat er alle unsere Krankheiten auf sich genommen. Alle unsere Leiden hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Halleluja. Du musst nicht mehr leiden, weil Jesus hat ja schon für dich am Kreuz gelitten. Du musst nicht mehr weinen, weil Jesus Christus hat alles schon am Kreuz auf sich genommen. Alles, was Krankheiten gewesen ist in deinem Leben, Jesus hat es schon auf sich genommen. Halleluja. Halleluja. Und oft leiden wir, weil wir diesen Wahrheit nicht erkennen.
oder auf Leiden wir, weil wir nicht daran glauben. Aber alles ist schon vollbracht. Halleluja. Alles ist vollbracht. Am Kreuz der Götter. Alles ist vollbracht. Deine Heilung ist vollbracht. Deine Lösung ist vollbracht. Dein Frieden ist vollbracht. Deine Freude ist vollbracht. Alles ist vollbracht im Namen Jesus Christus. Halleluja. Die Zeit ist da, dass wir wieder Jesus Christus erleben, so wie er ist. Halleluja. Und das Kreuz ist der Treffpunkt. Am Kreuz der Treffpunkt Jesus Christus. Am Kreuz, da kommen wir. Am Kreuz, da geschieht immer ein Geben und Nehmen. Du kommst, gibst was Krankheit, du gibst deine Krankheit und er gibt dir die Gesundheit. Du kommst und gibst deine Probleme, er gibt dir die Lösung. Du kommst und gibst das, was dir schwerfällt. Und er kommt und macht dir alles einfach. Halleluja. Am Kreuz, das Kreuz ist der Treffpunkt. Am Kreuz wirst du Jesus treffen. Wenn du am Kreuz kommst, dann wird sich dein Leben verändern. Vielleicht warst du noch nicht am Kreuz gewesen. Du musst nicht nach Jerusalem reisen, nein. Die Bibel sagt, die meinen Namen rufen, die werden gerettet. Hast du schon Jesus in dein Leben gerufen? Ja. Hast du Jesus schon Raum in deinem Herzen gegeben? Ja. Hast du dein altes Leben schon verlassen? Ja. Halleluja. Hast du schon alle Türen in dein Leben geschlossen, damit der Feind keinen Raum mehr hat? Da spielt das eine sehr große Rolle. Eine sehr große Rolle. Jeden Augenblick dafür. Hüte und beschütze uns. Halleluja. Wer hat uns denn immer Jesus gegeben? Ich glaube, wir sagen Christen hier, ne? Halleluja. Das ist gut. Eins ist sicher, Jesus ist hier. So wie er den Blinden geheilt hat, so kann er dich heute auch heilen. Wer braucht Gebet für dich, Vater? Gleich die Grüße. Okay. Wer braucht noch Heilungsgebet? Jesus ist hier und Jesus heilt. Alle, die gebeten wollen, könnt ihr schon an die Schwester stellen, sodass wir uns nicht an anderer Stelle sehen. Darum kommen wir zu dem Weg um Vergebung.
Darum kommen wir zu dir und beten, dass du uns vergibst, Jesus Christus. Herr, vergebe deine Freunde, vergebe deine Kinder. Vergebe alles, was Sünde gewesen ist. Vergebe alles, was verkehrt gewesen ist. Vergebe alles, Herr, was ein Hindernis sein kann. Für die Heilung, für die Befreiung. Herr, vergebe im Namen Jesus Christus. Reinige uns durch dein Blut. Ich bitte wirklich, dass dein Blut fließt. Reinige uns durch dein Blut, Jesus Christus. Dein Blut macht rein. Dein Blut spricht frei. Sprich uns weiter durch dein Blut, Jesus Christus. Komm und vergebe, Herr. Komm und erneuere, Herr. Komm und mach alles neu. Gut, bitte zu den Herrn, vielleicht gibt es jemanden, den du noch nie vergeben hast. Vielleicht gibt es jemanden, der dir wehgetan hatte. Vielleicht gibt es jemanden, der dich verletzt hatte und du hast dich halt noch nie vergeben. Das sind oft Dinge, die uns oft festhalten, dass der Herr unser Leben wirken kann. Und jetzt ist wirklich der Moment, in dem wir zu den Herrn beten können. Bitte zu den Herrn und vergebe alle, die dir wehgetan haben. Vergebe alle, die dich verletzt haben. Vergebe alle, die wirklich ein Anstoß für dich gewesen sind. Alle, die deine Seele verletzt haben. Bitte und vergebe sie. Bitte wirklich zu den Herrn. Sag zu den Herrn, dass du dein Herz öffnest und dass du sie vergibst. Bitte im Namen Jesus Christus. Ja, vergebe. Ich öffne mein Herz und vergebe alles, die dir getan haben. Ja, vergebe. Ich vergebe alles, was mir getan haben. Ich vergebe alle, die sich verletzt haben. Vergebe Jesus Christus. Vergebe Jesus Christus. Vergebe Jesus Christus. Vergebe Herr. Vergebe. Vergebe Jesus Christus. Vergebe Herr. Bitte, dass der Herr dein Herz erneuern soll. Bitte, dass er dir ein neues Herz geben soll. Bitte um ein neues Herz. Ein neues Herz. Ein neuer Geist. Ein neues Herz. Ein neuer Geist. Herr, ein neues Herz. Oh, Jesus Christus. Danke, Herr. Okay. Gott ist gut. Jetzt beten wir für die Heilung, jetzt beten wir für die Befreiung. Ist online, ne? Okay. Viele sind auch live folgen. Eins sollt ihr wissen, der Herr ist hier, der ist auch bei euch. Wenn du krank bist, bitte, dass der Herr dich von der Krankheit heilen soll. Wenn du Probleme hast, das ist wirklich der Moment, in dem du durch dein Herz vor den Herrn schütten kannst. Das ist die Zeit. Die Schwester, die wurde heute. Du wurdest heute getauft, ne? Okay, alles klar. Eine Frage. Hast du auch schon die geistliche Taufe empfangen? Die geistliche Taufe. Erst? Die geistliche Taufe. Heute? Die wurde heute getauft? Ja. Okay. Ich bitte, dass der Herr dich im Geiste taufen soll. Was
und dass er gekocht ist. Der Herr ist hat er gesagt, wir leben. Amen. Und das Gottes Mann.
Lass die Welt uns in den Herzen. Lass die Welt uns in den Herzen. Im Namen Jesus. Der Not ist im Herzen. Heil diese Wunde der Herr. O Jesus. O Jesus. Danke, Herr Gott. Halleluja. Hat er nicht gehört, wie er
bevor man der komplette Welt etwas woran du glauben sollst, sei es ein Glücksritter oder so? Was ist das denn? Ich befehle dir, die Kinder jetzt zu verlassen. Geh aus dem Namen Jesu.
Geht raus im Namen Jesus Christus. Geht raus im Namen Jesus Christus. Geht raus im Namen Jesus Christus. Raus aus der Gegend. 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 Wir raus im Namen Jesus Christus. Ich befehle dir, rauszugehen. Ich befehle dir, rauszugehen. Ich befehle dir, rauszugehen. Im Namen Jesus Christus. Geh jetzt raus. Geh jetzt raus. Fang an, sie jetzt zu verlassen. Fang an, sie jetzt zu verlassen. Hoch und raus. Hoch. Sie haben Kopfschmerzen und ja auch
Schlafstörungen, also Schlafstörungen und bitten wir, dass er jetzt davon heilt. Amen. Jesus Christus, ich bitte für die Tante. Du bist der, der heilt. Du bist der, der befreit. Du bist der, der gesund macht. Ich bitte für eure Befreiung, Jesus Christus. Alles, was Schlafstörungen bringt, am Kreuz hast du gesiegt, Jesus Christus. Am Kreuz hast du gesiegt. Trete jetzt an Jesus Christus um. Nimm diese Schlafstörungen raus im Namen Jesus Christus. Schlafstörungen, ich befehle dir, diesen Körper jetzt zu verlassen. Ich befehle dir, diesen Körper jetzt zu verlassen. Ich befehle dir, diesen Körper jetzt zu verlassen. Raus im Namen Jesus. Raus im Namen Jesus. Alles, was Schlafstörungen bringt, geh raus. Alles, was versucht, diesen Körper zu zerstören, geh raus. Ich befehle dir, rauszugehen. Geh raus im Namen Jesus. Alles, was Zerstörung bringt, geh raus im Namen Jesus. Alles, was dich krank macht, geh raus. Im Namen Jesus Christus verlassen wir jetzt. Ich befehle dir, dein Leben zu verlassen. Jesus hat dich besiegt. Jesus hat überwunden. Jesus hat alle Dämonen besiegt. Raus aus dem Körper. Raus für immer. Kehrt nie wieder hin zurück. Geht raus im Namen Jesus. Raus im Namen Jesus. Dass die Befreiung jetzt sein wird. Dass die Erlösung jetzt eintritt, dass die komplette Gesundheit jetzt eintritt. Alles, was der Feind zu diesem Körper gesehen hat, zerstöre den Feind in den Namen Jesus. Jesus, das, was du am Kreuz verfahren hast, schon jetzt im Leben von uns. Komm jetzt in den Namen.
soll nicht mehr weinen, weil das, in Jesus ist die Rettung, in Jesus ist Heilung, in Jesus ist Befreiung. Und wenn du weißt, dass es das auf dem Grund war, auch keine Hilfe hast, ich verstehe dich, ich verstehe das gut. Okay, Jesus ist hier und ich helfe dir einfach so. Okay, dann ist es los. Jesus wird anweisen. Ich habe alle wirklich schon gesehen, weil es ist wirklich ein Kampf, was hier gerade passiert. Es ist ein Kampf von Jesus von sich frei. Rauf im Namen Jesus. Rauf im Namen Jesus. Dieses Wund, was man geschlossen hat, ist recht in der Heilung. Im Namen Jesus Christus. Dieses Wund, was man geschlossen hat, ist recht in der Heilung. Durch das Blut Jesus wurde sie erst geopfert. Raus, geh raus. Geh raus im Namen Jesus. Geh raus im Namen Jesus. Geh raus im Namen Jesus. Verlasse sie komplett. 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 Jesus hat dich besiegt, geh raus. Jesus hat dich besiegt, geh raus. Jesus hat dich besiegt, geh raus. Geh raus im Namen Jesus, 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 du bist im
Menschen, die im Namen Jesus Christus, die im Namen Jesus Christus, die auf die Knie im Namen Jesus Christus, alle Knie beugen sich von Jesus Christus. Alle Knie beugen sich von Jesus Christus. Raus, 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 raus. Auf allen Vieren
Ganz kurz. Ja. Als wir beten waren, habe ich gespürt, wie der Feind sie mich verlassen wollte. Und wie er für mich heute erkennt, auch nicht zu wussten. Es war wirklich ein Kampf, aber Jesus hat sie befreit. Jesus war frei. Keine Milchprodukte gegen das Eiweiß, also komplett keine Milchprodukte.
alle Nüsse komplett. Keine Soja durfte sie, keine Eier, keine Äpfel. Also ganz viel, was halt wirklich wegfällt. So. Und das hat wirklich unseren Glauben total gestärkt. Und wir haben das schriftlich von den Ärzten bekommen, aber sie hat jetzt noch mit Asthma-Probleme und diese Walnussallergie wurde noch gesagt und Bronchitis. Also das hängt so gerade zusammen. Dass, also das mit dem Asthma ist schon besser geworden, aber ich möchte, dass es ganz weggeht und dass es das nicht wieder kommt. So. Und deswegen ja, würde ich gerne, dass wir zuerst das Video machen, weil ich was wenn es etwas gibt, was ich hasse, dann ist es, wie der Feind wirklich die Menschen krank macht. Der Feind tut alles im Leben von Menschen zu zerstören. Aber eines ist sicher, Jesus Christus hat den Feind schon besiegt. Wir kämpfen nicht um zu siegen, aber wir kämpfen nicht um Sieg. Wir sind Sieger. Die Heilung ist unser Recht. Halleluja, es ist unser Recht, geheilt zu sein. Halleluja. Halleluja. Darum, darum sagt die Bibel sagt, wir sollen die Werke der Dunkelheit, wir sollen es wirklich offen lassen, wir sollen es wirklich offen stellen. Weil der Feind ist nicht dein Freund. Egal wie offen du deine Werke tust, der Feind wird dich immer zerstören. Sein Ziel ist eins, zu zerstören. Aber Jesus Christus ist gekommen, um die Werke der Dunkelheit zu zerstören. Halleluja. Amen. Für die Kleine, dass sie zu sich heilen soll. Ich hasse keine Menschen zu sehen. Ich hasse alles, was mit Krankheit zu tun hat. Ich kann nicht das sehen. Weil ich weiß, Jesus hat am Kreuz schon gemacht. Halleluja. Weißt du? Vergib, heil dich von Krankheit. Im Namen Jesus. Okay, schön. Jesus Christus, lass den Mächtigen für eure Werke kommen. Heil sie von Asthma. Heil sie von aller Art von Allergie. Denn im Namen Jesus Christus. Wir werden verwundet durch den Blut erkauft, Jesus. Du hast nicht für das hier auf dieser Welt, auf dem sie krank sein soll. Heile sie, Jesus Christus. Herr, dieser Bursche und Rebekka, um Jakob in der Welt zu setzen. Rebekka ist ein Instrument, das du gewesen bist. Heile sie. Komplett. Das ist das, was sie für immer verlässt. Das ist das, was sie für immer verlässt. Ich trenne sie von Asthma. Asthma, raus aus der Rebekka. Asthma, raus aus der Rebekka. Nein. Danke. Möge dein Wunsch geschehen. Gott erlöse dich, Gott vor der Sünde, vor Hexerei, vor allem Rechte der Dunkelheit beschützen. Lass dir ein Licht der Kreation. Danke. Amen. 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 Der Feind hat überhaupt keine Hilfe, der Hof. Die Zeit ist ja, dass der Feind wirklich ausgetrieben wird. Amen. Und da möchte ich mich für einsetzen, einfach um wirklich extrem einfach zu denken, um
halt gegen extreme Armut anzukämpfen. Und ich merke, dass seit den letzten Wochen, seit den letzten Monaten, dass es immer wieder wird, dass es mir gesundheitlich immer schlechter geht. Ich habe mit dem dritten Lebensjahr habe ich Epilepsie bekommen. Und das war im Laufe der Jahre eigentlich so gut wie weg gewesen. Und ich habe jetzt in den letzten 4 Wochen hier täglich auf die Zunge gebissen. Das ist nicht normal. Also ich merke, dass das Angriffe sind, dass das Anfechtungen sind. Ich bin gekottet, ich bin getauft, ich habe auch keine E-Mails. Und ich habe seit letztes Jahr Oktober so viel auf geistiger Ebene erlebt und so viele Durchbrüche erlebt. Ich habe gemerkt, das, was mich wirklich als Botschafter für Tage macht und auch deswegen dafür gewusst hat, aber das gehört alles zusammen. Und ich möchte, wie gesagt, das als Zeugnis meiner Tochter auch sagen. Und es kann nicht sein, dass immer wieder ich mir auf der Zunge weise, ich da auf einmal Schlafprobleme, wo ich sage, das kenne ich überhaupt nicht. Und es passiert wirklich ganz viel Positives, aber es schwächt mich körperlich im Moment total, dass ich überhaupt nicht seit den letzten 4 Wochen wirklich trainieren kann. Und ich möchte, dass das aufhört sofort und dass einfach ich in Ruhe gelassen werde und der Feind alles verschwindet, ist Jesus Christus nah. Und deswegen bin ich heute hier und das eben war meine Freundin gewesen und wir haben heute wirklich auch schon seit heute Morgen ganz viele Anzeichen gehabt. Und dass wir jetzt hier sein können, das ist wirklich ein Geschenk. Und wir haben gesagt, jetzt fahren wir erst recht, ja. Und wir lassen uns durch nichts aufhalten, egal was jetzt kommt und so weiter. Wir haben gebetet, wir haben uns programmiert und wir sind mit ganz großer Erwartung auch hierher gefahren, dass wirklich ganz viel passiert. Und dass keine Meldung draußen hier reingekommen ist, sondern dass wir uns alle nach Hause gehen, dass wir alle so heil werden in diesem Namen. Und das wünsche ich mir von allen. Ja, deine Tochter gibt Jesus, das ist die Wohlfeier des Wortes. Oh, sehr, sehr.
Verschließen Sie die Tür für immer im Namen Jesus Christus. Verschließen Sie die Tür für immer im Namen Jesus Christus. Danke für die Macht der Heiligen. Danke für die Salbung. Danke für deine Salbung, Gott.
Wir haben den Buch gelesen, der eigentlich in Jesus verleitet hat. Wir haben den Gott Gottes, vielleicht auch seine Vorfahren oder seine Eltern. Jesus meinte, nein, für die jungen Leute, die Herrlichkeit Gottes, die haben wir uns zu auch zu meinen, weil alles, was du hast, was du hast, Jesus, will sich verherrlichen. Amen. Alles raus.
Wer kann solche helfen? Jesus. Jesus. Ist Jesus nicht gut? Wisst ihr, die Zeit ist da, dass die viele dafür geschehen. Amen. Die Zeit ist da, dass die Kranken aus der Länder sind. Amen. Jesus hat sich nicht verändert. Amen. Jesus ist gut, der Herr angeht uns. Diese Krankheiten werden nicht im Namen Jesus Christus.
Ist noch jemand hier, der von Zigarette, Alkohol, was weiß ich was, befreit wird? Zerstören die Leben von Menschen. Aber am Kreuz
Anschlüssig haben wir auch noch nicht über die Kinder zu behalten. Und sie dann, dass sie nicht spricht, was ich frei, weil ich eine Sucht und ist eine Bindung. Und es gibt immer jemand, der dich bindet und möchte, das ist der Gegenspieler uns. Das gilt für jede Sucht. Das kann auch nicht sagen, wie soll ich sagen. Das ist nicht die Pferde in der Fall. Danke. Ich bin noch schnell zu sagen, okay, ihr könnt sie hier lassen, aber es muss doch schon von euren Herzen kommen. Wir können jetzt nicht mehr reisen, hier behalten und uns. Okay, alles klar. Ja. Ich habe schon alles versucht, Jesus, ich bin für deine Tochter, dass du dich um die Götter befreist, dass du dir jetzt den Weg befreist. Jesus ist unmöglich an dir, Jesus Christus. Du bist der, der befreit, du bist der, der heilt, befreit von der Götter im Namen Jesus. Diese Geist der Raum verlassen sie jetzt auf der Stelle. Ich befehle diese Geist der Nikotin, sie komplett zu verlassen. Raus im Namen Jesus Christus. Raus im Namen Jesus Christus. Raus im Namen Jesus Christus. Raus. Im Namen Jesus. Geh raus. Verlasse dich. Verlasse dich Körper. Verlasse dich Körper. Jetzt auf der Stelle. Jesus hat dich besiegt. Nikotin, du wurdest besiegt. Nikotin, du wurdest besiegt. Geh raus im Namen Jesus. Verlasse dich Körper. Silke ist der Tempel des Heiligen Geistes. Am Kreuz ist Jesus für Sünde gestorben und für Sünde auferstanden. Durch die Kraft der Auferstehung soll Sünde jetzt befreit werden. Die Befreiung von der Zigarette kommt jetzt. Die Befreiung von der Zigarette kommt jetzt. Die Befreiung von der Zigarette kommt jetzt über Sünde. Jetzt im Namen Jesus. Jetzt im Namen Jesus. Jetzt im Namen Jesus. Befreit. Das Alte geht raus. 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 Das Alte geht raus.
sehr still, die Kraft auch sehr still. Egal wie lange du mit dem Körper bewegt hast, heute ist Ende. Heute ist Ende. Geht raus im Namen Jesus Christus. Jesus wird heute komplett in diesem Körper rein. Nur Jesus wird ab heute in diesem Körper herrschen. Nur der Heilige Geist wird diesen Körper heute erfüllen. Raus im Namen Jesus. Geht raus. Geht raus. Die Salbung kommt jetzt. Die Salbung der Freiheit kommt jetzt. Die Kraft der Freiheit kommt jetzt. Jetzt im Namen Jesus. Und 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 jetzt im Namen Jesus. Danke, weil du sie befreist. Danke, weil du sie befreist. Danke, weil du sie befreist. Danke, weil du sie beschützt. Herr, es soll nicht nur mein Herz sein. Jesus, dein Name, komm mir zu lassen. Der Hand Jesu über den Zirkel. Der Hand Jesu über den Herz. Der Hand Jesus heilt dein Herz. Der Hand Jesus Christus, Jesus, dein Geschmack, komm Namen Jesus Christus. Nikotin
befehle dir, dieses Körper zu verlassen im Namen Jesus. Nikotin, ich befehle dir, dieses Körper zu verlassen im Namen Jesus Christus. Raus aus diesem Körper, raus aus diesem Körper, raus aus diesem Körper, geh raus und komm nie wieder auf diesen Körper. Raus im Namen Jesus Christus. Geh raus im Namen Jesus. Jesus hat dich gesehen. Jesus hat dich gesehen. Jesus hat dich gesehen. Raus im Namen Jesus. Alles, was süchtig ist, was Zigarette macht, geh raus. Diese Dämonen der Sucht verlassen das Körper im Namen Jesus Christus. Ich trenne heute den Körper der Zigarette. Ich trenne heute den Zigarette im Namen Jesus Christus. Danke. Danke, Jesus Christus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Ja, schon.
tun. Ich sehe, dass viele Leute gleich stehen. Können wir was machen? Mein Gebet war eins, wer dieses Werk unterstützen wird, wir wollen auch finanzielle Unterstützung, und auch Projekte machen. Wir tun den, was ihr heute meint, das Werk zu unterstützen, ich lasse einfach ein. Unser Ziel ist eins, wir wollen nicht nur hier sein, wir wollen wirklich Deutsch, wir wollen wirklich das im Namen Jesu Christus Deutschland unterstützen. Amen. Unterstützen Sie den Werk mit allem, was ihr habt. Amen. Das ist meine Schöpfung. Jesus is with you. You will save you. You will make it.